sehr viel lohnen. Und dann eine Klinge mitten in ihren Bauch. Ein wahrer Funkenregen. Stärke sei mit dir. Wie willst du Tecote überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Oh, bitte. Tenakt respektieren die Klinge und die Kraft des Kriegers, der sie führt. Was nützt jemand, dem das fehlt? Ach, zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Hm. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ja. Clan hat es über Generationen verteidigt. Gegen wen? Die anderen Tenakt-Clans. Sogar die Kaja, Langen. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Als du den Hain verliest, woher wusstest du, dass ich Hikaru helfen würde? Sie weiden eine Maschine aus. Töte sie, oder schleich dich vorbei. Ich folge dir. Wir müssen wieder. Ich wusste es. Da ist jemand. Ich halte dich auf. Hey! Was jetzt? Zurück in den Kampf, Halo! Ich bin Hikarus! Große Ziele! Greife! Sachen für den Vorrat. Diese Rebellen sammelten Maschinenteile, vielleicht für mehr Überbrückungen. Und Tecote will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Dort hat man schnell ein falsches Gefühl der Sicherheit. Er Rebellen. In der Lichtung. Geht voraus. Hatte ich was gesehen. Gebt mir Rückendeckung.
Feind ausgeschaltet. Das kann hier gewesen sein. Es war gut, dass wir nachgesehen haben. So. Alle gefallenen Marschälle! In den Kampf, Fremde! Jetzt hab ich sie! Verschwinde da! Neben dir sah der Rest klein aus. In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Bis Tikoti bemerkt, dass er unterlegen ist, könnte das Tal schon überrannt sein. Ginge es nicht auch um den restlichen Clan, würde ich den Tag begrüßen, wenn sein Stolz zerfällt. Okay. Na, vielleicht könnten wir ihn umstimmen. Da sind wir. Das Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Willkommen, Fremde. Hast du jetzt doch Lust auf ein Getränk? Es ist ein Tenakt-Spiel. Aber auch andere Stämme spielen es. Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha! Das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Ah, zischt durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser, seit Orlund geschasst wurde. Es wird wohl etwas dauern, bis hier alles glatt läuft. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Ich weiß. Sie lassen niemanden auf den alten Bergpfad südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute.
Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Und dank dir habe ich genug damit zu tun, hier alles zum Laufen zu bringen. Dann bist du hier wohl richtig. Ja, vermutlich. Was weißt du noch über diese Schatten-Kaja-Flüchtlinge? Na, zunächst mal nennen sie sich nicht Schatten-Kaja. Zumindest nicht mehr. Sie sind andere Sonnenverrückte. Aber ob Sonne oder Schatten, sie sind friedlich durch und durch. Sie wollen wohl nur einen Ort zum Leben und beten und genug zu essen, um nicht zu verhungern. Also lagern sie bei einem Pfad, blockieren den Weg zu einem Sturmvogel und warten auf was genau? Ich weiß es nicht, aber ich sag dir eins. Wenn sie klug sind, bergen sie ihn. Sturmvogelherzen sind wertvoll. Und wer es zuerst hat, ist nach Osseram Gesetz der Besitzer. Nicht, dass Tolland Rheinleier sich je um Recht und Gesetz scheren würde. Wer ist dieser Tolland Rheinleier? Einfach ein Pfandleier. Er hat einen Laden hier. Lebt in Kettenkratz, seit es Kettenkratz gibt. Er ist ganz dicke mit Alvind. Die beiden sind eng wie zwei Briketts im Feuer. Er hat nicht mit Alvind die Stadt verlassen? Sie sind zwar Kumpel, aber Tolland macht sein eigenes Ding. Konnte sich rausreden und gerade so seinen Laden retten. Und er ist kein Typ, der sich von ein paar Flüchtlingen um ein Sturmvogelbauteil bringen lässt. Was Alvind angeht. Ha! Der zündelnde Mistkerl hat gekriegt, was er verdient hat. Er wollte ja zurück ins Anrecht. Was wartet dort auf ihn? Eine Menge wütende Investoren vermutlich. Alvind hat sich für seine Vorhaben hier ziemlich viel Geld geliehen. Wenn die rausfinden, dass er es versaut hat, er wird erzählen, dass er gelingt worden ist. Da wette ich Scherben drauf. Aber ich habe das Gefühl, diesmal kommt er damit nicht durch. Dieses Konzessionsdekret, das Alvind wollte, was war das genau? Und was hat er davon gehabt? Eine miese Mauschelei, das ist es. Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das hätte bedeutet, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr gehabt hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht, mit ihren Scherben ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Alvind Anteil an allen Rechten hatte, wäre er dann reicher gewesen als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde gewesen. Und Alvind hätte sich genug Stimmen kaufen können, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Fast wäre er damit durchgekommen. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Petra sagte, Tolland hat einen Laden hier in Kettenkratz. Ich könnte zuerst mit ihm reden. Ein kleines Nickerchen und die verdammte Schmiedin spuckt Feuer. Was hast du denn erwartet? Wellner Sohle kann kaum. Übrigens. Du bist die Maschinenjägerin, die Kaja rausgehauen hat. So hat das noch nie jemand ausgedrückt. Was willst du? Du sollst oben bei den Klippen Flüchtlinge schikanieren. Das stimmt so nicht. Da oben ist Beute, ein Sturmvogel. Ich habe ihn selbst erlegt, mit der Harpune hier. War kein einfacher Schuss, muss ich sagen. Ich traf seinen Flügel. Er krachte in den alten Turm da oben. Ein schneller Tod. Wenn hier jemand Ärger macht, dann die dreckigen Schattenkaja, die mich nicht zu meiner Beute lassen. Aber du holst sie dir notfalls auch mit Gewalt? Nicht nötig. Die sind völlig am Ende. Vermutlich werden die sowieso demnächst verhungern. Wir werden sehen. Ja, nicht wahr? So, hier ist jetzt dicht für Kaja-Freunde. Mach, dass du wegkommst.
tote Maschinen. Und eine Falle. Sieht aus, als ob jemand diesen Pfad hier freihalten wollte. Oh, diese Schattengardier müssen echt einstecken. Sieht wie ein Lanzenhorn aus, aber mit gemeinerem Geweih. Die Leute da werden angegriffen. Hey, du da oben! Willst du nicht helfen? Nicht mein Job. Ich behalte das hier nur im Auge. Wir Kettenkreis. Da kommen noch mehr Maschinen. Bring dich in Sicherheit. Ich mach den Rest. Geh, Natascha. Ich helfe dir noch. Endlich sehe ich die Retterin von Meridian in Aktion. Wenn du diese Maschinen erledigst, sind die Schattenkaja nicht sicher. Nach den Flüchtlingen sehen. Die Show ist gut vorbei. Die behalte ich als Vorrat. Kascha. Sch, ruhig. Alles wird gut. Sind alle okay? Gebeutelt, aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Bist du dir da sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. Ihr solltet lieber woanders warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist eine... Kettenkratz. Ja, das wissen wir. Savoha sagt, sie sei nicht passend für uns. Wer? Unser Sonnenpriester. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines leitenden Lichts. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren, und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Der gefallene Sturmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss. Ihr seid Schattenkaja, nicht wahr? Wir sind der Orden des Zwielichts. Der Unterschied ist? Als der Thronräuber Awad seinen Vater tötete, flohen wir mit den Schattenkaja nach Sonnenfall. Das Leben dort war schwierig. Savoha sah unser Elend, richtete uns auf, beschützte uns vor den korrupten Priestern und herzlosen Falken. Als ihre Herrschaft endete, führte Savoha uns aus den Schattenlanden. Die lange Nacht endet. Und die sinkende Sonne führt uns zur Erlösung, sagte er. Und er taufte uns Orden des Zwielichts. Wir zogen nach Westen für ein besseres Leben.
Konntet ihr nicht zurück nach Meridian? Avad ist ein Vatermörder. Wir werden nicht vor ihm niederknien. Wir wandern im Zwielicht in unsere neue Heimat. Savohar wird uns hinführen. Aha. Da ist ein Osaram in Kettenkratz, Tolland. Er will den Sturmvogel da oben. Ja, er war gestern schon hier. Ein unangenehmer Kerl, selbst nach Osaram-Maßstäben. Er hat viele Drohungen ausgestoßen. Doch wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Alles schön und gut, aber er hat Freunde. Früher oder später taucht die ganze Bande hier auf. Savohar wird kommen. Das tut er immer. Wir müssen ihm nur mehr Zeit lassen. Ihr habt keine Zeit, Lokasha. Ihr solltet zusammenpacken und... Wir werden hierbleiben. Und niemand darf seine Meditation unterbrechen. Tja, sie werden's versuchen. Euer Priester, Savohar, er ist also schon 3 Tage da oben? Seine Meditation braucht Zeit. Dann macht er das öfter? Tagelang meditieren? Naja, normalerweise dauert es nicht so lange. Aber er wird uns schon führen. Das tut er immer. Wir glauben daran. Aber eine Bleibe scheint mir dringender zu sein. Sieh euch doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osaram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr. Ihr müsst Savohar holen und verschwinden. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savohar, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation. Wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht mitkommen. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savohar ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Das ist er selten. Lass die Nora durch. Das verstaue ich für später. Ich sollte wohl hochgehen. Lokasha hatte recht. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Ich glaube, ich kann die Balken erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe. Gebrochen sein. Ich muss anders da hochkommen. Ha.
zerstörte Brücke. Vielleicht kann ich zur anderen Seite springen. Sehr viel Blut. Sabuha? Er muss sich beim Überqueren der Brücke ziemlich schwer verletzt haben. Das sieht nicht gut aus. Er hat eine Spur hinterlassen. Da ist der Sturmvogel. Ich komme näher. Mein Rucksack ist voll. Maschinen. Sabuha muss sich vorbeigeschlichen haben. Ich kann mich vorbeischleichen. Oder sie erledigen. Vorrat schadet nie. Das ist Sabuha. Er sieht schlecht aus.